Hi, hier ist Julia von Farbcafé und es ist so schön, dass du dich für Frakturschrift interessierst. Mensch, ich kann echt nicht reden. Schon direkt am Anfang verkackt. Egal. Im Internet gibt es diverse Seiten, die sich mit Kalligrafie beschäftigen, aber die meisten davon beschränken sich rein auf die Geschichte. Manche behandeln noch sowas wie die Entwicklung. Kaum jemand geht an die Praxis. Aber dafür bin ich ja da. In diesem kleinen Ratgeber zeige ich dir, wie du Frakturschrift am besten selbst schreiben kannst. Ich gebe dir ein paar kleine Tipps und Tricks mit auf den Weg, die du auf anderen Seiten nicht unbedingt findest oder vielleicht mit ein bisschen suchen. Wie immer sind meine Einführungen in die Kalligrafie-Schrift eher praxisorientiert. Also lass uns direkt starten. Die Frakturschrift wird mit einer breiten Feder geschrieben. Diese Feder heißt Bandzugfeder. Es gibt ganz verschiedene Versionen davon. Manche kannst du mit einem Federhalter nutzen, andere sind direkt als Füller konzipiert. Für Übungen finde ich die Füller natürlich am praktischsten. Während in der Texturschrift die einzelnen Buchstaben in viele Einzelteile aufgebrochen werden, wird die Frakturschrift in vielen Bereichen in einem Strich gezogen. Die Frakturschrift wird lang und aufrecht geschrieben, während zum Beispiel die Kurrenschrift liegend geschrieben wird. Frakturschrift und gotisch Textura ähneln sich auf den ersten Blick sehr, sodass es hier oft und leicht zu Verwechslungen kommt. Es macht es nicht gerade einfacher, dass es verschiedene Varianten der Frakturschrift und natürlich auch der gotisch Textura gibt. Es gehörte quasi zum guten Ton, dass jeder Schreibmeister zwischen 1600 und 1800 eigene Versionen seiner Schrift herausgebracht und publiziert hat. Richtige Kenner können die Schreibmeister an ihren Schriften erkennen. Soweit bin ich allerdings noch bei weitem nicht. Die Höhe der Buchstaben wird in der Kalligrafie in Strichbreiten gemessen. Hier gibt es unterschiedliche Ansätze. Manche Schreibmeister haben ihre Kalligrafie-Schriften in übereinander stehenden Rauten und andere in übereinander stehenden Strichbreiten gemessen. Je nach Schreibmeister gibt es hier verschiedene Interpretationen. Ich persönlich messe meine Schriften immer in Strichbreiten übereinander, weil ich es einfach nicht hinbekomme, dass die Rauten wirklich gerade wie eine Perlenschnur übereinander stehen. Für die Frakturschrift kann grundlegend die Faustregel herangezogen werden, dass sie 5 bis 6 Strichbreiten hoch ist. Durch diese Methode der Größenermittlung gehst du sicher, dass deine Schriften immer die gleiche Proportion zur Breite der Striche haben. Also nochmal ein bisschen weniger abstrakt, je nachdem, wie groß deine Feder ist, wird der Strich natürlich auch breiter. Und damit du mit verschiedenen Breiten immer sicher sein kannst, dass die Proportionen des Buchstabens gleich sind, kannst du die Höhe der Buchstaben dann noch mit diesen 5 bis 6 Strichbreiten naja, nachmessen quasi und dir deine Hilfslinien ziehen. So sieht deine Schrift, die du zum Beispiel mit einer 2 mm Feder schreibst, im Prinzip genauso aus wie die, die du mit einer 6 mm Feder schreibst, außer dass sie eben viel kleiner ist bzw. größer. Haarlinien. Die Frakturschrift arbeitet viel mit dünnen Haarlinien. Diese werden mit der Federkante gezogen. Das braucht ein bisschen Übung, sieht dann aber sehr elegant aus. Für die Haarlinien stellen wir die Feder auf die seitliche Kante. Feder und Federhaltung. Für die normale Frakturschrift wird eine gerade geschnittene Bandzugfeder benutzt. Das sind Schreibfedern, die einen breiten, flachen Kopf haben oder ein Ende oder diese Fläche, mit der du eben schreibst. Die Feder wird etwa im 45-Winkel zur Schreibrichtung gehalten. Durch die Verwendung anders geneigter Federn und anderer Winkel können gekippte oder liegende Schriften entstehen. Da die Frakturschrift allerdings eine aufrecht stehende Schrift ist, die sich sehr an der gotischen Textur orientiert, ist das gerade Stehen das Übliche. Für die meisten Striche führst du die Feder mit voller Fläche auf dem Papier. An den kleinen Zierwimpeln hebst du eine Seite der Feder ein bisschen vom Blatt ab. So wird aus dem Strich eher ein Keil. Ich glaube, das siehst du im Video wahrscheinlich
besser, als du dir das jetzt so vom Hören her vorstellen kannst. Ja, also für diese kleinen Keile oder Dreiecke hebt man die Feder ein bisschen vom Blatt. Am Anfang ist das noch ein bisschen schwierig, aber mit etwas Üben und Ausprobieren hast du bald den Dreh raus. Hier kommt es hauptsächlich darauf an, dass du Druck, Geschwindigkeit und Linienführung richtig beherrschst. Die Frakturschrift hat einige Besonderheiten im Gegensatz zu anderen Kalligraphie-Schriften. Die Zahlen der Frakturschrift fügen sich schön und harmonisch ins Schriftbild ein. Sie werden in Form und Medialziffern geschrieben. Sie haben Ober- und Unterlängen und sind so wie die Schrift auch. Das heißt, manche Zahlen stehen oben über und manche hängen quasi unter der Schrift unten raus. Das heißt, die fügen sich halt wie so kleine Gs oder kleine Ds, die halt oben oder unten überstehen, auch in das Schriftbild mit ein. Zahlen mit Unterlängen sind die 3, die 4, die 5, die 7 und die 9. Die 6 und die 8 haben Oberlängen. Und die 0, 1 und 2 werden auf X-Höhe geschrieben. Das heißt, die sind nur so groß wie die Kleinbuchstaben des Alphabetes. Dann gibt es noch die gebrochenen Füße in der Frakturschrift. Und je nach Schreibmeister gibt es verschiedene Ausführungen der Buchstabenfüße. Beim kleinen M und N beispielsweise gibt es Besonderheiten. Du kannst hier den ersten Abstrich mit einer leichten Brechung schreiben. Den zweiten Abstrich beendest du dann mit einem Bogen, beziehungsweise den letzten bei einem M. Dann gibt es natürlich Zwangsligaturen. Das ist ja ein großes Ding in der Kalligraphie. Die Frakturschrift hat die Regel, dass aus der Buchstabenkombination SS, CH, CK, ST und TZ Ligaturen werden. Das bedeutet, dass sie quasi einen neuen, eigenständigen Buchstaben bilden. Dieser Buchstabe beruht auf dem Alphabet. Die große Besonderheit ist dabei, dass die einzelnen Buchstaben mit Lücke geschrieben werden. Die Ligatur hingegen wird zusammengeschrieben. Nun kommen wir zu einem etwas heikleren Thema, und zwar der Konzentration. Mann, ich kann heute echt nicht reden. Der Konzentration beim Schreiben. Es ist nämlich ein typisches Phänomen beim Schönschreiben, dass du so auf die Buchstaben fixiert bist, dass du dadurch zu 100% irgendwann mal einen Buchstaben beim Schreiben vergessen wirst. Und warum ich das jetzt erwähne, ist, weil das halt nichts Schlimmes ist. Es ist zwar super ärgerlich, gerade wenn es irgendwie weiter am Ende von einem tollen Dokument passiert ist, aber das passiert uns allen. Das ist ganz normal und das passiert auch beim Lettering, das passiert bei jeder Kalligraphie-Schrift, das passiert ja auch beim ganz normalen Schreiben, dass du einfach ab und zu mal einen Buchstaben vergisst. Und wenn man sich so sehr auf die Form der Buchstaben konzentriert oder am Anfang halt noch gucken muss, wie werden die jetzt geschrieben, dann passiert das halt schon schneller mal, dass einfach Buchstaben verschütt gehen. Und da macht ihr halt einfach nichts draus. Das passiert den Besten und es ist quasi schon so ein kleiner Insider-Witz, dass das jedem passiert und dass es ständig passiert. Und auch wenn du schon 20 Jahre kalligrafierst, passiert dir das immer noch. Und man muss es einfach mit Humor sehen und von vorne anfangen. Dann habe ich noch ein paar Worte zur Frakturschrift, also dem ganzen Alphabet. Und zwar, es ist ein wunderschönes Alphabet. Es unterscheidet sich natürlich von unseren heutigen Alphabeten. Und daher ist es teilweise auch ein bisschen schwierig zu lesen. Gerade die Großbuchstaben des Alphabets sind sehr schwungvoll und verschnörkelt. Und sie sind manchmal wirklich schwer zu entziffern. Beim Lesen kann man leicht mal ein großes A für ein großes U halten. Und ohne Vergleich kannst du durchaus auch ein großes G mit einem großen B verwechseln. Das Einzige, was da hilft, ist Übung und meine kleine Übersicht, die ich dir zum Download bereitgestellt habe. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Das kannst du dir einfach herunterladen und ausdrucken. Und dann
kannst du mal schauen. Die habe ich mir von John Ludwig Hülshoff ausgeliehen, weil ich einfach seine Schrift sehr hübsch finde. Er macht zwischen dem großen I und dem großen J überhaupt gar keinen Unterschied. Das ist inzwischen natürlich schon ein bisschen veraltet. Inzwischen, also bei meinen Übungsbüchern und so, und wenn ich schreibe, da ist halt einfach ein Unterschied zwischen einem I und einem J, auch wenn der Unterschied nicht groß ist, aber das ist ja bei einer normalen Handschrift eigentlich ähnlich. Ein paar Tipps für die ersten Schritte in der Frakturschrift. Für die ersten Striche mit der Frakturschrift solltest du dich erst einmal mit deinem Material bekannt machen. Das bedeutet, dass du am besten auch groß anfängst. Viele von uns schreiben tendenziell sehr klein. Um eine neue Kalligrafie wie die Frakturschrift zu lernen, ist es aber besser, wenn du groß anfängst. Mit der großen Feder hast du mehr Kontrolle über den Buchstaben, siehst Fehler schneller und arbeitest dann natürlich auch korrekter. Wenn du Kalligrafie anfängst oder später auch schreibst, also ich mache das immer noch so, dann solltest du auf jeden Fall ein Schmierpapier haben. Dabei ist es quasi egal, ob du mit dem Füller oder mit dem Federhalter schreibst. Auf dem Schmierpapier kannst du überschüssige Tinte abstreifen. Wenn du mit einem Füller arbeitest, kannst du hier immer wieder ein paar Striche machen, um zu sehen, ob der Tintenfluss noch gut ist. Ist ein Füller nämlich verstopft, kannst du keine schönen und satten Linien mehr ziehen. Dann bekommst du so ein streifiges, was auch immer. Und gerade wenn du halt konzentriert arbeiten möchtest, ist das super nervig. Deswegen habe ich immer ein Schmierpapier da, um zu gucken, ob der Tintenfluss noch gut ist. Ja, gerade je nachdem, welches Papier du benutzt, kann das relativ schnell mal passieren, dass auch dein Füller sich verstopft. Ja, gerade bei raueren Papieren, wo es halt natürlich richtig schön aussieht, wenn man darauf kalligrafiert, da verstopft der Füller auch sehr schnell. Und ja, daher Schmierpapier und immer gucken, quasi, also ich mache das vor jedem Buchstaben oder wenn ich den Füller mal kurz aus der Hand lege, dann probiere ich nochmal das Schmierpapier aus und guck, ob die Tinte noch gut läuft. So, jetzt ist das Video schon ein bisschen länger geworden, deswegen beende ich es hier heute und hoffe, dass du ein bisschen was mitgenommen hast, auch wenn das Video ein bisschen kurz war. Wobei, wir sind jetzt schon bei 13 Minuten oder so, minus Versprechern und bla bla. Ja, ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Und wenn du noch mehr weitere informative Videos über Kalligrafie haben möchtest, dann lass doch ein Däumchen nach oben da und ein Kommentar. Schreib mir gerne weitere Fragen in die Kommentare, damit ich weiß, was dir auf der Seele brennt und worüber ich noch ein Video machen kann. Ja, gut, dann höre ich auf zu labern und sage, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!